Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge unserer IAFC 24 Karriere mit Unterhaching. Und wir sind kurz vor dem Transferfenster. Also es sind wirklich, es ist glaube ich nur noch die eine Woche. Haben noch ein Spiel jetzt gegen Verl. Und dann sind wir schon im Transferfenster. Ich bin echt mal gespannt, ob wir Angebote bekommen, was wir so haben. Ich meine, wir haben, glaube ich, keine Leute auf der Liste. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben ein paar Leihspieler unterwegs, aber ja, im Moment alles im grünen Bereich. Ich habe auch mal überlegt, ob wir vielleicht den einen oder anderen Spieler aus der Jugendakademie hochziehen, zum Beispiel Elias Bauer, und den dann verleihen. Er hat eh nicht so viel Potenzial, der ist 18. Ich denke mal, den ziehen wir mal hoch. Dann habe ich auch überlegt, vielleicht auch Ole Schmidt hat eh nicht so das beste Potenzial. Ich bin unsicher. Ja, die alle hier sind halt, die taugen noch nichts. Nico Fritz hat halt immer gar kein Potenzial. Und kann uns jetzt, gutes 15 können wir eh nicht hochziehen. Mit 16 hätte ich ihn vielleicht hochgezogen. Ja, Ole Schmidt. Vielleicht nehmen wir ihn mal mit. Vielleicht kriegt er ein bisschen Spielpraxis. Er hat eh nicht so viel Potenzial, also auch er kommt mal in die erste Mannschaft. Walter Koffler. Kriegt man einen Entwicklungsplan. Bekommt man die hängende Spitze. Können wir mal ausprobieren. Ey, bis jetzt haben wir echt noch wenig Talente, wo ich sage, boah, krass. Was hatten wir denn da für ein Ziel? 3 Spieler unter 20 mit einem Potenzial, das ist ein Durchschnittsgesamt. Okay, das ist doch schon mal gut, das ist eins der Hauptziele. Im Moment sind wir ja auch mit dem Budget ganz gut davor und Mittelfeldplatz haben wir auch. Wir haben erst 2 Heimspiele gewonnen, eine Serie oder 5 insgesamt. Das verstehe ich immer nicht genau, naja. Gucken wir mal. Hier 90% Steigerung statt 15. Ich weiß ja nicht. Das kriegen wir nicht gewuppt. Selbst wenn wir den einen oder anderen Spieler noch abgeben, kommen wir da niemals wieder hin. Absolut nicht. Wir sind in der Liga echt gut davor. Nach 17 Spieltagen sind wir mit Sandhausen und Münster punktgleich auf Platz 3. Knapp hinter Ingolstadt und Waldhof Mannheim hat sich da oben ein bisschen abgesetzt, 36 Punkte. Aue, Braunschweig, Bielefeld sitzen uns aber wirklich im Nacken. Und dann ist das Mittelfeld extrem breit, von Verl Platz 9 bis, ja eigentlich bis Rot-Weiß Essen Platz 17 sind es nur 5 Punkte. Also wirklich krass. Nur Ulm ist echt abgeschlagen. Und auch Saarbrücken und Halle können es mit 1-2 Siegen hintereinander locker ins Mittelfeld wieder schaffen. Also wirklich absolut krass. So, wir haben... ganz kurz nochmal. Ich habe gestern nochmal offscreen nochmal ein paar Spieler auf die Scouting-Liste gepackt. Die kennen wir ja alle schon. Alles nichts Neues. Jonas Sterner. Ich habe nämlich mir mal so eine richtig Oldschool-Liste angelegt, was man so machen könnte, welche Spieler interessant wären. Jonas Sterner hat gute Pace. Ich weiß nicht, wie oft er bei Holstein spielt. Da würde ich tatsächlich mal gucken. Ich habe hier mal meinen Laptop nebenbei auf. Gucken wir mal. Jonas Sterner. Wenn er oft spielt bei Holstein, ist das keine Option. Wie gesagt, wir haben eigentlich eh keine Kohle, ihn zu kaufen. Hat jetzt in der zweiten Liga 10 Spiele schon. Eher so der Backup. Kam aus der U19. Hat aber schon Marktwertboost gehabt. Ja, ist auch geil. Hat hier rechts außen und zentrales Mittelfeld. Ist bei Transfermarkt aber angegeben mit rechtes Mittelfeld. Interessant, interessant. Ja, Johannes Dörfler und Ronstadt finde ich immer noch so interessant, weil gesagt, er, wenn wir aufsteigen und er hat noch keinen neuen Vertrag,
absolut einer, den ich verpflichten wollen würde. So, dann habe ich noch Mohamed Tolba von Bochum. Auch eher einer für eine Laie. Wie gesagt, jetzt im Winter habe ich eigentlich nicht vor, jemanden zu holen. Dann haben wir noch Yannis Littar. Auch interessant. Wir warten mal, bis die gescoutet sind. Ja, Bent Andresen, Elia Kran. Ist halt eigentlich eher ein Sechser und wir spielen nicht mit Sechser. Kann natürlich sein, wenn wir aufsteigen sollten, dass wir auf eine Formation mit Sechser wechseln. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir auch sehen. Dann habe ich noch Dajaku von Hajduk Split. Je nachdem, wie gut er ist, glaube ich auch eher ein Leihspieler. Omar Sijaric haben wir auch schon länger drauf. Sehe ich auch eher, wenn wir aufsteigen. Papela eher nicht, weil er einfach 10.000 Euro in der Woche Gehalt bekommt. Das ist einfach zu viel. Selbst wenn wir aufsteigen, mache ich das nicht. Und wenn wir ihn leihen und bei 60% zahlen wir immer noch 4.000. Ne? Also wenn die, also 60-40 für die, wenn wir 40% übernehmen, immer noch viel zu teuer. Köster, sage ich ja so, wäre einer, den man auswählen könnte als Backup-Spieler. Ist jung, kann sich noch verbessern, ist stabil körperlich. Gefällt mir immer noch gut. Piotrowski würde ich am liebsten jetzt direkt holen, allerdings jetzt meiner Meinung nach ein bisschen unrealistisch, so einen guten Spieler zu holen. Und Bernardo, wenn er nach der Saison uns wieder verlässt, nach der Laie, dann ist auch wieder ein Platz frei. Dann habe ich noch hier Pelle Mattsson. Habe ich auch mal gescoutet. Schauen wir uns. Julius Beck. Auch ein Däne. Gabo. Also wir haben viele fürs zentrale Mittelfeld. Lukas Wolf auch immer noch. Also auch interessant. Wäre auch ablösefrei zu holen. Vielleicht verlieren wir ja auch einen Krattenmacher. Gucken wir mal. Und ansonsten hier noch Simakala. Ja, das wäre halt auch ein geiler Spieler, ne? Absolut geiler Spieler. Antonio Jonic. Ich weiß auch da nicht, bei wen, wie er da spielt. Ob er häufig spielt oder nicht. Müssen wir gucken. Matanovic. Auch ein Leihspieler. Jastremski in Realität Ulm-Leihe abgebrochen und ist zu Bayern 2 und jetzt zur Zweitligist aus Graz gewechselt. Und hier unten, ja, wie gesagt, Lukas Cueto, auch einer, nur wenn wir aufsteigen sollten. Wir gucken auch mal jetzt gerade in die anderen Ligen, in die zweite Liga. Gucken wir uns das mal an, wer ist denn hier? In der ersten Liga Leipzig vor Bayern Dortmund. Zweite Liga Hamburg auf 1. Das würde mir gefallen, wenn die aufsteigen. Und Dresden, Wiesbaden, Köln. Die kämpfen gegen den Abstieg. Ja, bei Viktoria Köln können wir auch mal reingucken in den Kader, wenn da jemand runterkommt und wir gehen hoch. Also ein Absteiger. Da kann man immer ein bisschen wildern. Genauso bei Wiesbaden, so ein Jonjic, wenn der gut aussieht und wir gehen hoch und die gehen runter, definitiv. So, aber erstmal genug gelabert. Wir gehen rein in das Spiel. Wie gesagt, ich glaube, ich gehe da in eine lange Simulation. Das ist, glaube ich, ja, ich denke mal, damit fahren wir ganz gut. Wir müssen, glaube ich, auf der Linksverteidigerposition mal was tauschen. Ach, Welsmüller muss ich auch noch mal. Zentrich hat sich auch verbessert. Interessant. Bauer und Schmidt. Ja, ja, das machen wir gleich. Machen wir gleich. Schäfer, die Leihe ist durchgegangen. Wird uns denn verlassen. Lambi, Schwabel. Boah, Schwabel ist auch halt schon... Der verliert auch schon. Der ist reingegangen, glaube ich, mit einer 64 oder 63 und hat auch schon so viel Stärke verloren. Ist halt krass. Welsmüller nehmen wir raus. Hirtelreiter kommt rein. Und dann machen wir das so, dass wir Schwabe rausnehmen und Lambi. Weißt du, das hier sind halt echt die Oldschool-Spieler. 34.
auch schon 36, 34. Stiefler wird auch keinen neuen Vertrag bekommen, sind wir doch mal ehrlich. Was bringt das? Ansonsten spielen wir hier, glaube ich, mit der besten Elf, die wir so haben. Also, let's go. Geht's rein. In die Simulation. Also, ich sag dir ganz ehrlich, oder ich sag euch ganz ehrlich, wenn wir hier nicht 3 Punkte holen, denn, weiß ich auch nicht. Wir müssen da oben dranbleiben, ne? Wir sind im Moment ganz gut dabei oben, aber spielen wir mal 2-3. Oh, 1-0, Flops, yes. Wenn wir mal ein, zwei Spiele nicht gut spielen, sind wir halt auch gleich schon wieder irgendwie nur 5., 6. oder sowas. Ist halt super, super eng alles. Jetzt kommen aber das erste Mal die Ferler Spieler von links. Und der geht halt auch direkt rein. Unsere gute Abwehr, will jetzt nicht sagen, das liegt an Welsmüller, weil er verletzt ist, weil ein Zentrich und Kraus, Bauer, Weidner, die, also, wir können es eigentlich fast nicht besser haben. So, laut Kader, ne? Ich meine, wir haben immer noch wenig Gegentore. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle, wie viele Gegentore wir haben. Wir hatten ja die ersten 8 Spiele, glaube ich, nur ein einziges Gegentor. Überleg mal, ein Gegentor. Und jetzt kriegen wir noch das zweite. Wenn das hier in der 60. immer noch 1-2 steht, ich gehe rein. Ich habe gar keinen Bock hier zu verlieren, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde es jetzt schon wieder scheiße, dass wir zu Hause auch nochmal so einen Punkt für unsere Zielerreichung schon erstmal wieder hinten liegen, nach 1-0 Vorsprung in Führung gegangen sind und jetzt zurückliegen. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Ja, vielleicht kommt auch zur Halbzeit schon. Ja, komm. Ah, vielleicht kommt zur Halbzeit auch schon Lambi. Vielleicht gehen wir auch schon zur Halbzeit rein. Ja, ich gehe wahrscheinlich zur Halbzeit echt rein. Ich habe gar keinen Bock drauf, hier zu verlieren. Und ich habe das Gefühl, wenn wir reingehen, können wir hier eher was reißen. So, wir haben Hopsch, hat ein Ding gemacht. Maschigo wird rausgehen. Und auch Bauer geht raus. Aber nein, wir lassen... Wir nehmen hier Bonga. Ja, Maschigo ist einfach eigentlich ist er gut drauf. Ja. Und dann gehen wir rein. 2 Wechsel. Können aber denn ja noch 3-mal wechseln, weil das Wechselfenster in der Halbzeit zählt ja nicht, habe ich gelernt. Es ist echt. So, jetzt müssen wir hier mal rangehen und mal Stärke zeigen. Na komm, oh. Oh mein Gott. Kraus. Hat er gut gemacht. Direkt weiterleiten. Jetzt Maschigo, komm. Geh mal ab. Ja, komm schon. Ah, schade, Hopsch. Das wäre es gewesen. Direkt nach der Halbzeit hier das 2-2. Tom Bark kommt rein für Benger. So. Bonga. Ah, schade. Ja, sonst stellen wir um in der 65. 70. oder so auf dem 4-4-2. Dann kommt Hirtelreiter rein für irgendeinen zentralen. Müssen wir mal gucken. Und Bonga daneben Hopsch könnten wir auch spielen. Das ist ja das Gute, wenn man so eine schön flexiblen Spieler hat. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Nicht zu viel labern. Gut aufgepasst da. Hopsch nimmt Lambi mit. Lambi hat die Pace. Maschigo. Ah, schade. Mann. Das hätte doch jetzt mal auch einfach reingehen können, das Scheißding, oder? Wir müssen offensiver spielen. Krattenmacher lässt das Ding zu leicht. Ja, komm. Wir gehen auf einen 4-4-2. Hopsch, Bonga.
Haben Meier eigentlich Bock drauf, dass Meier weiterspielt? Aber er kann die Position gar nicht spielen. Nehmen wir Westermeier rein. Und dann lassen wir das so gerade machen. Hat ja eine gute Pace auch noch. Vier-vier-zwei ist natürlich deutlich offensiver. Erste Verteidigungslinie mit Krattenmacher ist jetzt weg. Aber irgendwas müssen wir ja hier auch ausprobieren. Wir liegen hier zu Hause gegen Ferl zurück. Das sind genau die Dinger, die wir uns gar nicht erlauben können. Also wirklich gar nicht. Und im Moment, also wir hatten gute Chancen, aber auch nicht so richtig, wo wir sagen, boah, jetzt muss das hier gleich klingeln. Jetzt Bonga. Mal eine Doppelaktion hier. Ach, fuck. Komm schon, Westermeier. Das Bark. Bark geht anscheinend, so wie es aussieht, ist Mittelfeldspieler. Positionsgetreuer Wechsel, ich weiß es nicht genau. Ich hatte auch kurz gedacht, dass das Bark von der Nummer her, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ist das einer, der auch Verteidiger ist oder sowas. Weil Ferl, wie gesagt, wenn die hier gewinnen. Oh Mann, ey. Komm schon. Wir müssen noch mehr Ex. Ach, fuck. Wir müssen noch mehr Offensive reinballern. Oh, so ein Glück. Wieder. Oh, Gottes Willen. Ja, gut, das ist, das gebe ich ihm jetzt nicht so die Schuld. Ich meine, Kämpf ackert und rackert. Und dann irgendwie halt ist das Spielfeld irgendwann auch vorbei. Tja. Wir wechseln noch einmal Skalatidis. Ja. Also, es sieht hier ganz, ganz schlecht gerade für uns aus. Hürtelreiter kommt auch noch mal rein. Noch mal Power. Lambi kriegt die Pille. Ach, das ist auch so dumm. Was mache ich da auch für eine Scheiße? Er läuft ins Aus, dann gibt es gelbe Karte. Und jetzt können wir noch einmal nach vorne wälzen. Das sind genau die Spiele, die ich meinte, die darfst du nicht verlieren. Erstmal zu Hause. Und dann auch gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich gut Chancen hast. Aber wir haben auch nichts richtig geschissen gekriegt. Ach, das kotzt mich schon richtig an. Ich meine, wir sind immer noch oben mit dran. Waldhof hat auch nur unentschieden gespielt. Ingolstadt. Vielleicht sehen wir das ja. Waldhof hat unentschieden gespielt. In Sandhausen und Ingolstadt trennen sich 0 zu 0. Also der Spieltag lief eigentlich für uns. Hätten wir gewonnen. Ja, dann wären wir auf einmal wieder Zweiter. Aber hätte, 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 hätte. Aue Preußen haben auch verkackt. Ach, wilder Spieltag. Wilder Spieltag. Also haben alle verkackt. Nun ja. Wir haben wieder ein Jo. Bauer. Wir gehen mal auf die Mannschaft. Teamzentrale. Und welche Nummer hat Bauer? Die 12. Die ändern wir direkt mal in, keine Ahnung.
in die 85. Wo ist der andere Dreh? Schmidt. Kriegt auch irgendwas Hohes. Irgendwie hier die 9. Ach fuck, werde die 49. Ach scheiße. Wer hatte denn jetzt die 49? Ich glaube, Leuthard hatte die 49. Scheiße. Ja, jetzt tauschen wir das nochmal. Mann, habe ich einmal nicht hingeguckt. Kette die 48. Ach, wir wollten die doch direkt auf die Liste setzen. Mensch. Auf Leihliste setzen und ihn, den anderen lassen wir aber hier mit drin. Ich meine, sind wir mal ehrlich, er hat eine 53. Ist jetzt nicht viel schlechter. Ich meine, er ist 17 und... Vielleicht taugt er. Leihangebot für Bauer, Saarbrücken. Allerdings delegiere ich das ohne Kaufoption. Machen wir eine 2-Jahres-Leihe draus. Dann kommt er zwar in der Winterpause wieder, aber egal. Yes. Bauer scheint damit zufrieden zu sein. Scouting-Abschlussbericht. Gabo. Mhm. Freier Spieler auch. Auch echt interessant wieder. Hairu Lahu. Innenverteidiger. Boah, auch wieder so ein Typ, der einem direkt weiterhelfen kann. Ne? Innenverteidiger. Vertragslos. Wäre genauso. Aber ich will nicht noch mehr Spieler jetzt holen. Delegieren. Auch hier 2-Jahres-Leihe ohne Kauf. Wobei ich ihn dann lieber in Saarbrücken sehen würde. Ach. Saarbrücken hätte Bock drauf. Dann gehen wir hier mal in die Verhandlung, weil ich habe ehrlich gesagt, würde ich denn sagen, dass sie das Gehalt voll zahlen, bei 500. Kann man ja mal so machen. Akzeptieren wir 2 Jahre. Das geht auch schon in die richtige Richtung. Ich will nichts bezahlen. Jo, perfekt. Wir bezahlen 20%. Das sind 100. Aber das Gehalt senken, no way. So, was passiert jetzt? Tim, Tim, Tim. Ist das Bauer? Keine Ahnung. Steht da nicht. Fetch. Ach, wechselt. Ach, der wechselt jetzt schon, ne? Krass, dann haben wir doch ein bisschen Schäfer. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin, unser Gehaltsziel ein bisschen zu minimieren. Gut ist eigentlich kein... Ich nehme ihn mal mit. Er taugt aber nichts. So, Teammanagement. Wir müssen mal Welsmüller nehmen wir mal raus, weil er ist ja noch ein bisschen verletzt. Ist ja Fakt. Und Hirtelreiter kommt für... Müller rein. Schwabel spielt auch keine Rolle mehr. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn Schwabel und Stiefler vielleicht noch den Verein jetzt verlassen, weil wir haben ja auch noch Hakscho Sai. Ja. Als Linksverteidiger, den wir sonst auch rechts hinstellen könnten. Also wenn die... kann uns nicht verlassen, weil sein Vertrag ausläuft. Er ist ja auch unzufrieden. Und sein Bruder spielt halt immer. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ist wie es ist.
Bonga ist halt auch krass. Eigentlich muss der immer spielen, ne? Das ist so eine Sache. Bin ich halt echt im Moment am struggeln. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir lassen das erstmal so. Wir gehen mal weiter. Vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere Angebot. Rudoni. Oha. Okay, der ist definitiv zu teuer und zu gut. Wir warten mal an, was, ob Saarbrücken da jetzt durchzieht, weil dann wäre es mir nach Saarbrücken auf jeden Fall besser. Ole Schmidt. Ja, entweder lasse ich ihn oder nicht. Ich meine, ich habe Leuthard, Hirtlreiter, Bonga. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn nicht verleihen und einfach mal reinschmeißen und mal gucken, was so passiert. Vielleicht taugt er ja was und sonst kann er ja immer noch gehen. Ansonsten haben wir halt auch nichts zu verkaufen. Also ihn hier würde ich eventuell verkaufen. Wir haben ja trotzdem noch genug Außenverteidiger. Bei Schwabel. Ja, ist halt auch unglücklich eigentlich, ne? Wie lange Vertrag hat er noch? Ich setze ihn mal auf die Transferliste. Wird er sich bestimmt drüber beschweren, aber genauso wie Manuel Stiefler. Transferliste. Ich glaube nicht, dass da Angebote kommen, aber ja, was willst du sonst machen? Siehst du, da kommt auch schon das erste. Was sagt er? Ich bin froh, dass ich mich dran. Er will hier gar nicht spielen. Ich sehe mich lediglich um. Wir haben wieder Scouting-Berichte. 66. Ja. Ah, verdienen viel. Krass. Julius Beck. Auch interessant. Wir haben die jetzt alle auf die Leihliste gepackt. Pelle Mattsson 64. Sieht auch interessant aus. Litta 66. Mal schauen, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Matanovic. Oh, okay, krass. Der ist schon zu gut, also da sind wir schon drüber. Elia Kran wäre halt einer für eine Laie, wobei wir halt eigentlich keinen Sechser brauchen. Oh, der hat eine Freigabesumme. Mal mit Tolba. Das ist interessant. Die Freigabesumme ist zwar hoch für uns, aber könnte man schaffen. Okay, definitiv zu teuer. Zu viel Gehalt. Wow, 12.500. Heftig. Jonjic finde ich interessant. Das finde ich interessant. Toni Menzel. Ihr wisst, was ich von Spielern ohne Gameface halte. Noch einen, den wir noch nicht haben. Markus Schwabel. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Da gehen wir mal in die Verhandlung rein und versuchen noch mal ein bisschen Cash rauszuholen. Weil selbst wenn es nur 50.000 sind oder sowas, das ist so ein bisschen Puffer, den wir haben für später. Wir gehen mal auf 360. Ja, also mit der Wiederverkaufsgebühr entfernen, der wechselt nicht mehr. Der wird nicht mehr wechseln. 330. Komm, 330, let's go. Markus Schwabel, Ole Schmidt. Ich glaube, ich schmeiße ihn einfach nächstes Mal gegen Halle rein in Kader und dann gucken wir, was passiert. Oh. Bauer wurde zurückgezogen. Han Gabo. Das ist halt so. Wo sind denn unsere Transferzentrale? Wo haben wir den denn?
wäre halt einer, wo ich sage, wäre richtig cool. Aber auch jetzt eigentlich auch noch keine Verwendung für. Wir haben auch noch andere auf der Liste, von daher alles im grünen Bereich. Wenn er wechseln will, dann soll er da hingehen und dann passt das schon. So, weiter geht's. Und ein Wechsel ist durch. Jetzt bin ich gespannt. Das ist unser Keeper zu Saarbrücken. Müsste eigentlich sein. Genau, Elias Bauer, 2 Jahre. Kommt er mitten in der Saison wieder, wird dann wahrscheinlich nochmal ausgeliehen. Im Moment ist unser Manager-Rating exzellent. Aktuelle Steigerung trotzdem 91%. Ja, werden wir, glaube ich, auch. Da werden wir nicht mehr rankommen. Hier sind noch mehr. Du. Osterfield. Kann auch da rangehen. Bei einem Spieler, wo ich richtig Interesse dran habe, wenn der geholt wird. Ich glaube, das ist jetzt der Abgang von Schwabel. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn jetzt so verkaufen, aber er ist unzufrieden. Ich will keine unzufriedenen Spieler drin haben. Wir haben Zimmermann in der. Oh gut, wir könnten sogar aus der zweiten Mannschaft noch jemanden hochholen. Why not? Schwabel verkauft. Absolut okay. Bisschen Geld bekommen. Was haben wir jetzt? Ohne dass wir die nötigen Spieler geholt hätten. Ja, welchen Spieler soll ich denn deiner Meinung nach holen? Einen Flügelspieler? Soll ich noch einen Flügelspieler holen? Ich meine, ich könnte natürlich gucken, aber wir haben halt eigentlich auch keine Kohle und ja, das war's eigentlich. Wir haben keine Kohle. Wir können wieder scouten. Ich überlege gerade, ob ich eventuell einen anderen Scout. Okay. Scouting-Netzwerk aufbauen. Wir gehen natürlich wieder nach Deutschland und wir suchen mal einen Spielertyp. Einen. Was können wir da mal machen? Wir suchen mal einen Flügelspieler für 3 Monate. Und Mitteleuropa, vielleicht schicken wir ihn auch mal hier in die Niederlande, Schweiz. Vielleicht Schweiz auch nochmal 3 Monate. Nehmen wir nochmal alle Positionen mit. Noch ein bisschen unterwegs. Und jetzt gehen wir schon rein. Das spiele ich diesmal selber. Bauer bleibt auf der Linksverteidigerposition. Zentrich ist irgendwie nicht gut drauf, ich weiß ich gar nicht. Ansonsten kommt Ortel rein. Viertelreiter kommt wieder rein für Leuthard. Und ich nehme mal Ole Schmidt mit. Komm, let's go. Einfach mal was ausprobieren. Was soll schon schief gehen? Vollard ist Kapitän. Johansson. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich das auch gar nicht machen sollen. Vielleicht hätten wir Johansson nicht holen sollen und hätten uns irgendwie, wie gesagt, einen Keeper ablösefrei mit einer 55, 56 oder sowas holen und dann Abfahrt. Naja, ist wie es ist. Also jetzt gegen Halle, da muss auf jeden Fall ein Sieg her. 15 Punkte, die sind mitten im Abstiegskampf. Aber das ist genau so ein Spiel wie das gegen Verl, wo du denn eigentlich gewinnen musst. Wir spielen auswärts, rechts nach links in dunkelblau.
Bernardo, Meier, Krattmacher sind wieder die Zentrale. Ihr habt ja die Aufstellung gesehen. Kraus in der Innenverteidigung mit Zentrich, Bauer auf links. Meier, das erste Mal direkt auf Hopsch. Und da ist das Ding auch drin, 1-0. Da haben sie uns das aber auch einfach gemacht. Das haben sie uns einfach gemacht. Das fand ich gegen Ferl. Die standen hinten echt kompakt. Meiner Meinung nach. Tja, Hopsch ist auch so eine Sache. Kann der oder könnte der in der zweiten Liga bestehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er eher so als Backup hinter Bonga funktionieren könnte. Oder man holt halt noch einen Neuzugang. Wobei er ist ja recht mobil unterwegs. Hürdelreiter jetzt. Hat Platz. Legt sich die Pille leider zu weit vor. Oh, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Gut gestört. Weidner. Oh, der hat richtig Platz. Puh, dass der nicht reingegangen ist, das ist schon wieder. Heieieiei. Meier bringt die Pille rein. Jetzt. Ah, ist noch drin. Gut gemacht. Meier nochmal. Mit links. Mit rechts. Zentrich, Maschigo. Okay, lässt sich einfach wegschieben. Hat keine Füße, der Junge, oder was? Bernardo. Also da oben ist für die so eng. Waldhof 37 Punkte, 33, 31, 30. Wir ist wirklich verrückt. Sehr gut gemacht von Weidner. Jetzt aufpassen. Gemacht da. Hopsch, kann er vor, kann er vor. Irgendwas davor. Vollatmet. Es sieht so aus durch die Kamera, als würde es hier krass die Sonne scheinen, aber es ist draußen richtig verregnet und so. Ah, den hätte ich auch. Hätte ich mehr draus machen können. Na komm. Ah. Jetzt Krattmacher hat Platz, hat mal Platz, kann gehen, hat aber keine richtige Anspielstation. Außer Hopsch und der macht das richtig gut. Maschigo. Maschigo. Oha. Den roten Karton kriegt er. Tunay Dennis. Da kam er zu spät. Da kam er zu spät. Ich meine, gelb, es war von hinten, aber es war vom Tor weg. Ich weiß nicht, ob da eine rote Karte wirklich Not tut, bin ich ganz ehrlich. Eine gelbe, eine dunkelgelbe hätte es, glaube ich, auch getan. Danke, dass man mir zeigt, wie man Freischüsse schießt. So, Maschigo bringt das Ding rein. Na, zu kurz. Viel zu kurz, die Scheiße. Hätte ich mir das vielleicht doch durchlesen sollen? Kappa. Ah. Wolf. Also eine Unterzahl, wie gesagt, wir dürfen hier nichts anbrennen lassen. Wir sind jetzt in der Pflicht, hier in Halle Punkte mitzunehmen, die uns da oben auf jeden Fall kommen. Und dann ist halt die Frage, holen wir auf dem Transfermarkt noch einen Spieler oder nicht? Bock hätte ich ja. Nur halt keine Kohlen. Und ich will nicht nach Rot-Weiß Essen nochmal gefeuert werden. Sag ich auch so, wie es ist. Maschigo, der ist heute überall. Das ist Wahnsinn. Bauer auf der anderen Seite jetzt mal zugange. Erste Halbzeit gleich rum, Kraus. Maschigo wieder auf der anderen Seite. Also wirklich ganz krass, wie der heute unterwegs ist. Boah.
Boah, das war eine heftige Grätsche. Den hat er komplett abgeräumt. Kraus wieder. Ey, der ist so stark. So, letzten Minuten im ersten Durchgang laufen. Wir haben so viel Platz. Eigentlich müsste es hier schon. Ach komm. Eigentlich müsste es hier schon 2-0 stehen. Und wir machen zu wenig draus. Und ich sag euch ganz ehrlich, das wird noch bestraft. Abseits, ja. Ziemlich eindeutig war da unsere Nummer 34, Patrick Hopsch, im Abseits. Gut gemacht. Oh. Also wie gesagt, wir machen da echt absolut zu wenig draus, dass wir hier in Überzahl sind. Hirtlreiter gefällt mir auch noch nicht so richtig gut. Der ist irgendwie auch nicht so richtig in Form. Vielleicht kommt da der Mahule Schmidt rein. Ganz ehrlich, was haben wir zu verlieren hier? Eigentlich nix. Vielleicht ist das einer, den wir total, der total underrated ist, aber der richtig, richtig abgeht. Ha! Vollert. Das war riskant. So, jetzt hat er Platz. So Nummer 44, Hirtlreiter. Er muss abbrechen. Muss abbrechen. Ah, Hopsch verdattelt sich da. Ah, gut gemacht. Gut verteidigt. Wir gehen mal ein bisschen drauf. Pressing. Stellen wir den Weg zu. Ich sag's euch, Leute. Also es ist. Ah, oh, Maya macht das. Wir müssen aufpassen. Oha, das war auch ein gelbwürdiges Foul. Aber Vorteil. Jetzt Hopsch wieder. Krattenmacher. Hat Tempo. Komm, geh mal ab. Muss abbrechen. Nochmal Hirtlreiter. Da vorne ist keiner im Zentrum. Da ist keiner im Zentrum, Jungs. Alles im grünen Bereich noch. Alles im grünen Bereich. Im Moment ist es absolut ein richtig schlechtes Spiel. Vollert. So, wir werden gleich das erste Mal wechseln. Bereite das schon mal vor. Hopsch geht raus. Bonga rein. Zack, Westermeier und Hirtlreiter, wie gesagt. Linksfuß, Maschigo ist auch Linksfuß. Egal, dann muss er das so akzeptieren erstmal. Bauer für Lambi für Bauer. Ansonsten lasse ich das so. Also es ist wirklich kein gutes Fußballspiel im Moment. Gut gemacht, da gut geholt, Maschigo. Arbeitet richtig viel, kriegt aber auch noch nicht wirklich viel geschissen. Hürdelreiter. Kann da Weidner nochmal mitnehmen? Weidner. Doppelpass. Rein da in die Mitte. Krattmacher. Na. Ah. Immerhin mal wieder ein Abschluss in der 77. Minute. Das ist, glaube ich, erst der dritte Abschluss, den wir haben. Das ist Wahnsinn. Meier bringt die Pille rein. Und Latte! Und das Ding! Und Bonga! Jetzt ist das Ding drin! Gottes Willen! 2-0. Also wirklich, guckt es an die Latte und dann Weltklasse gehalten da. Weltklasse gehalten. Da ist ein Weltklasse dran.
Bonga. Jo. Direkt Joker. Geil. Oha. Oha, gelbe Karte. Für Meier, ja. Was springt der da hoch? Ja, den ist ja komplett weggemäht, ey. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wenn Schmidt das erste Mal am Ball ist, wie der so sich spielen lässt. Also zu null wäre ja auch mal wieder ganz sexy eigentlich. Leuthard geht rein. Und Maschigo geht raus, hat gut gearbeitet. Hat sich nicht wirklich belohnen können, fand ich. Boah. Stark. Westermeier für Krattmacher jetzt auch drin, habt ihr ja gesehen. Oh, Vollert wieder. Ey, Junge, 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 Junge. Jetzt mal wieder Konzentration. Yes. Gut gemacht, der von Schmidt. Gut, Meier. Jetzt haben wir Platz. Boah, der wird komplett weggeflext, ey. Ohne Spaß. Gelbe Karte auch hier. Absolut richtig. Niklas Landgraf. Junge, Junge, ja. Guter Sahn. War das vielleicht so ein kleines Revanche-Foul? Da, Ole Schmidt, das erste Mal am Ball. Oha, oha, spielt sich wie ein... Ei. Hat sich gespielt gerade von der Steuerung, wie als würde ich ein Laster fahren. Okay. Das ist im Abgerutscht, würde ich sagen. Schmidt. Yes, 2-0 Auswärtssieg in Halle. Ich meine, gut, die hatten eine rote Karte. Und wenn das hier 11 gegen 11 ausgegangen wäre. Ich fand, wir haben nicht gut gespielt. Muss ich so sagen. Haben wir nicht. Aber ist mir so egal. Nach dem Spiel gegen Ferl gerade eben, ist mir das auch so Latte. Ferl verliert gegen Waldhof. Das heißt, da werden wir nichts an Abstand aus. Du der junge Spieler ran. Ja, genau. Ich glaube an unsere jungen Spieler. Wir waren besser vorbereitet. Entscheidend war unsere gute Abwehrarbeit. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ne? Tabelle sieht immer noch eigentlich ziemlich gleich aus. Ingolstadt 33 Punkte, Sandhausen 34 Punkte, ein vor uns, 40 Punkte Waldhof. Also da, glaube ich, wird nichts mehr anbrennen. Jetzt geht es gegen Münster und die sind Sechster. Scoring-Netze, jo, perfekt. Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs, aber ich bin mir sicher, ich hätte gegen Halle noch viel für uns erreichen können. Das war eine schwere Entscheidung. Ja, sorry, Bro. Welsmüller. Hey, Bossi, machen wir Sorgen. Die Mannschaft neue Spieler verbessern. Ich verstehe das, aber ich muss beim Verpflichten neuer Spieler eben viele Faktoren berücksichtigen. Und das checken die halt auch immer nicht. Stiefler, Newport County, ja, kriegen wir kein Geld mehr für. Aber wir haben... Er ist tatsächlich schon ein bisschen besser geworden. Heide, ich habe mir eigentlich von Heide echt mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Bis jetzt ist ja noch gar nichts passiert. Finde ich nicht gut.
Welsmüller ist fast wieder fit. Hat inzwischen halt auch nur noch eine 59. Ne? Ist halt echt krass, wie die abbauen. Die richtig oldschool Spieler hier, echt. Ja. Schmidt. Ja, wirklich, wirklich gut. Glaube ich, ist er auch nicht. Aber egal, wir haben ihn jetzt dabei. Hirtlreiter. Zentrich lassen wir mal drauf. Wobei ich eigentlich eher, glaube ich, sage, dass Ortel. Die sind auf demselben Level, ne? Muss man so sagen. Und wenn er sich weiter so verbessert, dann hat er halt bald eine 70. Und das in der dritten Liga, das ist schon geisteskrank. So, aber ich glaube, dafür haben wir in dieser Folge wieder richtig viel abgerissen. Ich überlege, ob wir hier jetzt gerade nochmal die Highlights spielen gegen Münster. Wir haben ja dann anderthalb Spiele selber gezockt. Ja, komm, machen wir nochmal hier die Highlights. Wir wollen ja vorankommen, oder? Wir wollen auch vorankommen. Die Höhepunkte spielen. Wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Ja, wir lassen das so, wie es ist. Wir von links nach rechts werden gewohnt rot-blau gegen grün-schwarze Münsteraner. Alleingang von Unterharing in der 7. Minute. Und jetzt wäre ein Bonga vielleicht eher die Wahl. Ich hab den Ball doch noch! Mann! Angriff Preußen. Oh Gott. Da oben ist er. Completely Blanco. Benny Blanco. Konter. Sehr gut. Weidner. Bernardo, komm. Geh mal rüber. Können wir mal die linke Seite mitnehmen? Ach, das war so scheiße. Konter durch Preußen Münster in der 30. Müssen wir jetzt verteidigen hier. Ja, sehr gut. Weidner hat er richtig gut aufgepasst. Freistoß für Unterharing. Ich habe noch, also so einen Freistoß habe ich tatsächlich noch nie geschossen. Bonga ist drin. In der 46. kam zur Halbzeit anscheinend. Schütze, was haben wir denn hier? Ja, Freistoß. Lass uns mal Krattenmacher machen. So. Ich sage, der wird scheiße. Wir haben die Pille noch. Ja, Ball verloren. Verdammt. Gelegenheit zur Flanke für Preußen. Boah, wir stehen ja richtig tief, ey. Konter. Hirtlreiter. Jetzt nochmal und durchspielen auf die andere Seite. Genau. Jetzt haben wir hier Maschigo. Hat Platz. Na, sie blocken da alles ab. Ach, das war auch Kacke. Alleingang Preußen. Ja, weggesenzt. Gibt es Rot? Nö. Oh, ich dachte, es gibt Rot. Gab ja nicht mal eine Gelbe, oder? Krass. Komm jetzt da hin vor. Na komm. Das ist echt... Yes, Zentrich. Freistoß für Unterharing. Immer dieses 3-2-1, Alter, das nervt auch so doll. Wir spielen mal kurz. Alter, was machst du da? Oh. Ortel ist inzwischen in der Partie. Ach, verdammte Axt. 0-0. Naja, gut. 0-0 ist, glaube ich, okay. Ich glaube, das Hinspiel ging auch schon 0-0 aus.
Diese Highlights sind aber auch echt. Ich finde die echt schwer zu spielen, weil man manchmal, also das ist von den Verteidigungslinien, ist das manchmal so wild einfach. Dann stehst du so tief hinten drin wie. Ja. Aber das war jetzt auch schon wieder eine extrem lange Folge. Von daher würde ich sagen, wir gucken uns einmal die Tabelle an. Wir sind wieder auf Platz 2. Wir spulen noch einmal ganz kurz vor. Und hier Manuel Stiefler wechselt Newport County. Allerdings ja erst nach der Saison. So, jetzt ist der Spieltag auch bereinigt. 20 Spiele. Wir sind ein Punkt hinter Ingolstadt. Punktgleich mit Sandhausen. Braunschweig dahinter. Waldhof 6 Punkte Vorsprung. Gleich geht's gegen Duisburg. Können hier die Position wechseln von Christopher Roberts. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, eine 51. Nice. Dann können wir hier nochmal vielleicht einen Entwicklungsplan reinmachen. Was hat er jetzt? Flügel. Mehr Tempo geht eigentlich jetzt im Moment nicht. Wir machen Flügelspielmache. Können wir ein bisschen boosten. Und sonst haben wir halt auch wirklich im Moment absolut nichts, wo ich sage, das können wir. Also ihn hier, Nico Fritz, der wäre noch was. Aber hat auch kein Potenzial. Naja, gut, wir schauen mal in die nächste Folge rein, was denn alles anliegt. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Spiele zu spielen. Und vielleicht holen wir ja auch noch einen Spieler. Da will ich noch angucken. Wie gesagt, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Schreibt fleißig was in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, ich werde die nächste Folge jetzt direkt weiter aufnehmen. Weil ich, wie gesagt, ich habe richtig Bock, dass wir hier vorankommen. Und ich habe auch Bock auf einen Aufstieg. So, von daher, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Wieder schon reingehauen und ciao.